Hallo und herzlich willkommen hier im Video. Man sieht es mir vielleicht noch ein bisschen an, es ist früh am Morgen, ich bin noch nicht ganz wach. Aber ich habe Bock auf Video Nummer 12. Es sind jetzt noch, heute ist Mittwoch, noch Donnerstag, Freitag, Samstag, also eigentlich noch 4 Tage. Bis zum Hamburg-Marathon und ich wollte die Gelegenheit nutzen, um dann doch noch einmal über die Ernährung zu sprechen. Man sieht mir aber auch ein bisschen an, dass ich hier gerade noch im Training bin. Ich muss noch mein Krafttraining absolvieren heute Morgen. Dann gibt's Frühstück und ich glaube, das ist ein guter Moment, um genau über dieses Thema zu sprechen. Also, ich trainiere jetzt hier mal fertig und dann reden wir. Ich bin fertig mit Training, hab geduscht und wartet das Frühstück schon. Das habe ich sicher in anderen Videos auch schon mal erwähnt und wer mir bei Instagram folgt, der weiß auch Bescheid. Das wird meistens abends vorbereitet und ich habe heute Morgen eigentlich nur noch die Erdbeeren drauf getan. Eine Zeit lang kamen auch Nüsse drauf, aber, und da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, jetzt gerade vor dem Wettkampf bin ich ein bisschen dabei, die Ernährung doch zu verändern. Und die Greens gibt es jetzt auch. Die gibt es jeden Morgen seit fast einem Jahr. Wir haben da auch mal einen Testbericht zugeschrieben. Es gibt auch ein Video. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung, falls euch das interessiert. Ich habe nüchtern trainiert. Auch das ist normal bei mir. Das ist außer lange Radeinheiten, die ich draußen fahre, eigentlich immer so. Ich habe jetzt Intervalle trainiert. Die Yasso 800 zum Beispiel, die habe ich immer vor Mittagessen gemacht. Das heißt, da hatte ich vorher gefrühstückt, aber eben auch ein paar Stunden dann nichts gegessen. Ja, deswegen gibt es jetzt hier Frühstück erst nach dem Training, aber das hat sich in der Wettkampfphase auch ein bisschen verändert. So, ich habe mich jetzt mal für das Video mit meinem Frühstück hier an den Esstisch gesetzt. Normalerweise frühstücke ich eher am Schreibtisch, werden schon die ersten Mails beantwortet und die ersten Posts geschrieben. Aber das wäre jetzt eher unangemessen, also habe ich euch mit an den Esstisch genommen. Sieht auch schön aus, würde ich mal behaupten. Und lässt uns ein bisschen Möglichkeit, auch ohne Ablenkung über das heutige Thema zu sprechen. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, normalerweise habe ich immer nüchtern trainiert, beziehungsweise trainiere nüchtern. Heute Morgen das Krafttraining habe ich ja auch so gemacht. Und dann gibt es eben danach die Greens und mein Frühstück. Wer das Frühstück noch nicht kennt, da gibt es auch das Power-Frühstück bei uns auf der Seite. Da ist das Rezept und schon eine weitere Variation hinterlegt. Das ist tatsächlich sowas. Es gibt so ein Grundrezept und das ändert sich halt immer. Es ist hier ein Apfel, jetzt sind 1,5 Äpfel drin, weil der ein bisschen klein war. Banane, Haferflocken und dann Magerquark, jetzt noch Erdbeeren obendrauf, manchmal dann auch Nüsse. Und ich versuche da immer eine gute Mischung zu bekommen zwischen Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich eigentlich Low Carb unterwegs bin, nicht so viel Kohlenhydrate esse. Das aber gerade so ein bisschen ändere mit dem Wettkampf im Blick oder jetzt auch kurz vor der Haustür.
geht es einfach mir auch so ein bisschen darum, einfach nur die Performance im Blick zu haben und da vielleicht weniger dann, ja, das ist ein großes Fass, Wohlbefinden oder sonst irgendwas. Es gibt mehrere Gründe, warum ich mich Low Carb ernähre und wenn Interesse ist, kann ich da auch gerne mal ein Video zu machen. Aber ja, also das ist jetzt mein Frühstück und ich habe jetzt in der Vorbereitung das auch ein bisschen verändert. Ich habe dann lange Einheiten mit Kohlenhydraten begleitet, also wenn ich die 35 Kilometer zum Beispiel gelaufen bin, da habe ich die ersten 7, 8, 10 habe ich nüchtern gemacht und dann habe ich halt quasi zugeführt und auch die Yasso 800, über die ich ja auch schon ein Video gemacht habe, die sind eigentlich immer, habe ich immer vor Mittagessen gemacht, das heißt, da hatte ich auch schon Frühstück gegessen und dann so eine halbe Stunde vorher auch nochmal Elektrolyt und Kohlenhydrate und ja, ein bisschen Salz dazu. Um da einfach gut versorgt zu sein und das ist auch so ein bisschen die Ernährungsstrategie dann für den Marathon, dass ich jetzt einfach mehr Kohlenhydrate esse, das mache ich jetzt auch die letzten Tage schon und ich nehme euch heute auch ein bisschen mit und zeige, was es sonst noch so zu essen gibt. Ja, und dann geht es natürlich auch so ein bisschen um die Verpflegung im Wettkampf, da bin ich noch nicht ganz so schlüssig, wie ich die mitnehme, was ich mitnehme, weiß ich schon und da komme ich dann nachher auch nochmal drauf. Und ja, zeigt dann auch so ein bisschen, was ich heute im Rest des Tages noch esse. Es geht heute Abend noch aufs Fahrrad. Ich habe mein Training ein bisschen umgestellt. Ich habe jetzt heute Morgen mehrheitlich Beintraining gemacht. Das habe ich natürlich vorgezogen. Ich werde diese Woche nicht schwimmen gehen oder vielleicht gehe ich am Freitag nochmal kurz entspannt. Aber ich habe da so ein bisschen Probleme mit Wassertemperatur und Krämpfen. Die Krämpfe waren dann so stark, dass ich tagelang Probleme mit der Wade hatte und das kann ich diese Woche einfach nicht gebrauchen. Und ich möchte das jetzt nicht riskieren oder dann noch was austesten. Das kann ich dann nächste Woche machen. Da kann ich auch dann mehr schwimmen gehen. Aber diese Woche vermeide ich alles, so gut es geht, dass es am Sonntag eben ein guter Lauf wird. Ich frühstücke jetzt und dann sehen wir uns nachher gleich wieder. Wie ihr seht, den Morgen habe ich überstanden und jetzt gibt's Mittagessen. Wir haben diese Woche tatsächlich nichts vorbereitet. Es ist die Osterwoche. Wir hatten am Wochenende keine Lust, groß vorzukochen und haben jetzt halt das Problem, dass wir unter der Woche immer mal wieder an den Herd müssen. Wie gesehen, es gibt Reis. Dazu mache ich Gemüse und Ei. Das ist eigentlich so ein Klassiker bei uns. Ich bin kein so ein Fan von Nudeln. Und Kartoffeln haben wir gerade keine da. Es ist tatsächlich so ein bisschen gucken, was im Schrank ist heute. Aber die Mischung ist oft dann eben hochwertige Kohlenhydrate mit Ballaststoffen und einer Proteinbeilage. Je nachdem, wie der Tag sonst so noch ist, gibt es dann abends oder nachmittags noch irgendwie einen Quark mit guten Fetten. Es gibt abends auch immer noch eine Avocado, das gibt es nachher auch noch zu sehen. Und ja, so gibt es halt mittags dann für mich meistens was, was eine gute Mischung hat, also eine schöne Aufteilung, was die Makros angeht und was mir halt nicht so extrem im Magen liegt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als nach dem Essen erstmal 3 Stunden Pause machen zu müssen, weil man einfach keine Energie hat, weil der Magen mit Verdauen beschäftigt ist. Man sieht, filmreich gut funktioniert hat es. Ketchup war natürlich noch zu und wollte dann nicht, wie ich wollte. Aber das sind jetzt 63 Gramm Wildreis, 150 Gramm gefrorenes Tiefkühlgemüse und 2 Eier, so wie man das gesehen hat. Das gibt's jetzt, danach gibt es noch einen kleinen Nachtisch. So, wie man sieht, ich habe die heimische Küche verlassen. Man hat es ja ein bisschen in den Videos gehört. Ich hatte im Hintergrund Geräusche von der Baustelle nebenan.
und das wurde nur noch lauter. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mein Mittagessen und gehe hier einmal um die Ecke in den Park und werde hier ganz kurz was erzählen. Was die Wettkampfernährung angeht, hatte ich schon einige Sachen. Ich habe schon einiges probiert. Das ist ja nicht mein erster Wettkampf. Ich habe eine Vorliebe für Gugels. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Die sind hierzulande nicht so bekannt, sind aber extrem geschmacksecht. Also Schokolade schmeckt da wie Schokolade. Und das ist auch der Grund, warum ich die so mag. Ich habe am Anfang hatte ich, glaube ich, Karamell, Salted Karamell, und das war extrem gut. Hatte ich in Berlin beim Marathon auch dabei, 2017. Und ja, die sind eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt aber mittlerweile umgestiegen auf ganz klassisches Isostar Elektrolyt mit Kohlenhydraten drin. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das werde ich auch vor dem Wettkampf konsumieren und wahrscheinlich in so kleine Plastikfläschchen füllen und das dann mitnehmen. Wahrscheinlich, und das, ich nehme es auf jeden Fall mit nach Hamburg, werde ich meinen Rucksack mitnehmen und dann die im Rucksack haben, oder ich organisiere das mit Lotta irgendwie. Muss mal gucken, ob ich Special Needs abgeben kann. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Und dann werde ich versuchen, das zu füllen und da so 4 Fläschchen mitnehmen und mich dann im Vorfeld gut versorgen. Was ich ganz besonders gemerkt habe im Vorfeld, und das ist auch mit den neuen Schuhen, also mit dem Endorphin Pro 2, merke ich, das geht schon auf die Waden. Ich werde gucken müssen, dass ich so wenig Chancen wie möglich auf Krämpfe habe. Und deswegen werde ich den Salzkonsum extrem erhöhen. Da bin ich schon dabei. Werde überall Salz reintun, wo ich nur kann, weil ich ja da eh so ein Defizit habe. Ich bin nicht so der Salz-Fan, also ich stehe einfach nicht auf Salzgeschmack, und das macht es mir dann ein bisschen schwer, das ins Essen mit reinzunehmen, weil ich einfach oft nicht dran denke. Ich brauche es aber schon alleine für den Blutfluss, also fürs Blutplasma und den Sauerstofftransport ist das Natrium ganz praktisch. Das heißt, es ist sogar gut für die Energie und hoffentlich auch gut gegen Krämpfe. Ich habe ja jetzt gestern einen 10-Kilometer-Test noch gemacht und habe da extrem gut abgeschnitten. Also 10 Kilometer es war eine 4,50, 4,49 auf 10 Kilometer. Also viel, viel schneller pro Kilometer, als ich eigentlich dann im Wettkampf gehen sollte. Das habe ich gut vertragen, habe ich gut weggesteckt. Das heißt, da bin ich guter Dinge. Ich werde halt gucken müssen, dass ich viel Salz habe und dass ich mich auch im Vorfeld gut verpflege plus sehr viel schone. Ja, Hamburg ist halt auch so die Stadt, wo man gerne nochmal durch die Gegend laufen kann, und da werde ich halt versuchen, die Beine stillzuhalten, so wenig wie möglich zu tun und dann eben gut zu essen. Ich werde mir auch gleich mein Restaurant raussuchen für Samstagabend, wo es dann entsprechendes Futter gibt. Und dann muss ich gucken fürs Frühstück, weil ich ja eigentlich eher der Quark- und Obsttyp bin mit Proteinpulver. Da werde ich mir vieles einpacken müssen. Wenn wir mal gucken, ob wir eine Minibar auf dem Zimmer haben, dass ich da vielleicht einen Quark bunkern kann. Ansonsten hoffe ich halt aufs Frühstück im Hotel. Der Rest ist dann Glückssache oder Können oder was auch immer. Mehr kann ich nicht machen, mehr habe ich nicht in der Hand. Ich denke, ich habe einen extrem guten Fettstoffwechsel und werde mit dem Zusatz, also da so 4 Fläschchen mit entsprechend Kohlenhydraten und Elektrolyten, schon einiges überbrücken können. Ich versuche natürlich unter der Schwelle zu laufen, was dann bedeutet, dass ich nicht so sehr darauf angewiesen bin, aber naja, man weiß ja nie. Es gibt ja aber zum Glück an der Strecke auch noch Sachen, da werde ich mir auch noch angucken, wo gibt's was. Dann gibt es eigentlich nur noch Daumen drücken und hoffen, dass das auch alles so aufgeht wie geplant, weil es gibt ja da immer so eine Unbekannte, die dann plötzlich am Renntag auftauchen. Ich denke, ich habe getan, was ich konnte. Ich denke, meine Form ist so gut wie nie. Ich habe geguckt, die Bestzeit auf dem Halbmarathon, die ich am Samstag gelaufen bin, die eigentlich nicht geplant war und wo ich auch noch hätte schneller laufen können, war 5 Minuten besser als vorher. Die Uhr, auf die ich nicht so viel gebe, sagt mir, ich habe eine Wettkampfzeit über einen Marathon von 3,25. Das heißt, ich hätte 5 Minuten Puffer, das wäre auch super. Ja, ehrlich mal, nicht so aufgeregt zu sein. Ich merke es jetzt schon. Falls es dich interessiert, auf jeden Fall Kanal abonnieren und dem Video vielleicht noch ein Like geben, dann wird es mehr gesehen. Das freut uns immer sehr und hilft uns einfach auch bei unserer Arbeit, weil wir ja auch Trainingswissen für Triathletinnen und Triathleten in die Welt bringen möchten, weil wir den Sport einfach mehr Menschen nahe bringen wollen. Dann war es das für heute. Das war Video Nummer 12. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr mich begleitet habt auf dem Weg zur ersten Etappe. Und ja, jetzt heißt es Daumen drücken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ganz kurz noch ein bisschen was zum Abendessen. Das ist der klassische Salat, aktuell mit Süßkartoffeln. Normalerweise sind da nicht so viele Kohlenhydrate drin, aber jetzt in der Marathonvorbereitung habe ich die mit dabei. Ja, das ist wahrscheinlich eher untypisch für viele Läufer, aber für mich funktioniert das
seit langer Zeit sehr gut. Es gibt abends eigentlich immer Salat, es gibt danach meistens noch einen kleinen Snack, Protein mit, ja, manchmal, wie jetzt in der Marathonvorbereitung, eben mit Kohlenhydraten, ansonsten eher mit guten Fetten, mit Nüssen oder so. Aber das ist so grundsätzlich das, was den Tag über so alles reingeht, damit das System am Laufen bleibt.